Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror, wo Samuel endlich den Dachboden erreicht hat, von dem aus wir höchstwahrscheinlich Zugang zu Williams Arbeitszimmer bekommen werden. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Erkenntnisse, welche Entdeckungen, welche Geheimnisse sich uns an diesem Ort offenbaren werden. Eine kleine Sache noch zurück, das habe ich in einem der letzten Drakensang-Videos, habe ich das tatsächlich auch schon mal erwähnt. Ich werde es als Disclaimer jetzt hier in dieser Black Mirror-Folge auch noch einmal wiederholen. Ich habe in den letzten Tagen ein paar technische Probleme gehabt und mit technischen Problemen meine ich, dass mein Kater mehr oder weniger sämtliche Kabel von meinem Computer auseinandergenommen hat und hier gar nichts mehr ging und sich einige Einstellungen resettet haben, weil ich das eine oder andere tatsächlich im Vorfeld nicht bemerkt habe. Dazu gehört auch das Mikrofon. Also ich hatte mein Mikrofon ja soweit alles eingestellt, Headset, sonst was alles, ne, war in den Windows-Einstellungen alles hinterlegt. Dadurch, dass das aber nicht eingestöpselt war, als ich hochgefahren habe, haben sich gewisse Einstellungen zurückgesetzt, weil Windows mich manchmal einfach nur abfuckt, insbesondere auch, wenn mal wieder so ein Windows-Update gewesen ist. Dementsprechend, weil ich mir natürlich die entsprechenden Zahlen auch nirgendwo notiert hatte, musste ich das alles jetzt hier quasi aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis und auch so ein ganz kleines bisschen nach Gefühl nochmal rekonstruieren. Es kann also durchaus sein, dass das Mikrofon jetzt ein bisschen lauter oder leiser ist, als man es aus den letzten Folgen oder allgemein aus diversen anderen Videos und Livestreams hier auf dem Kanal gewohnt ist. Das sind alles so Sachen, das muss sich jetzt im Laufe der nächsten Tage erstmal alles ganz allmählich wieder einpendeln, weil ich während einer laufenden Aufnahme tatsächlich, also diese Geräusche im Hintergrund, ne? Weil ich während einer laufenden Aufnahme tatsächlich auch gar nicht so viel an den Einstellungen machen kann. Und keine Angst, die zwei Minuten, die ich jetzt hier schon diesen Disclaimer vorweg haue, die hängen wir bei der heutigen Folge auf jeden Fall hinten dran. Braucht ihr keine Angst haben, ihr kriegt auf jeden Fall eure tägliche 20 Minuten Dröhnung von Black Mirror, auch wenn dieser komische Typ aus dem Internet jetzt hier im Vorfeld so ein bisschen vor sich hin blubbert. So. Das wollte ich nur einmal vorweghauen und jetzt sehen wir uns hier mal weiter um, während der Übeltäter gerade hinter mir auf die Lehne von meinem Stuhl klettert, was man bedauerlicherweise nicht sehen kann, weil bestimmte Umstände, die mich dazu zwingen, dieses Spiel auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu spielen und auch aufzunehmen, mich bedauerlicherweise davon abhalten, im Rahmen dieses Projektes in irgendeiner Kapazität mal die Facecam einzublenden. Quasi sind die Zustände wie im Mittelalter. So, hier haben wir eine Ecke. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass dieser Raum eine Ecke hat. Leere Bilderrahmen und anderer Müll. Nutzlos. So, ich gehe auch ganz stark. Ich kann mir gut vorstellen, dass Samuel eventuell lauter ist als ich. Sag mal, Harvey, was machst du hier? Außer mich komisch angucken. Oh, eine Kiste. Sie ist leer, bis auf ein paar Bögen Papier. Ah, ist wirklich recht laut, oder? Ich glaube, ein bisschen leiser können wir ruhig werden, oder? Probieren wir es einfach mal aus. Wenn, dann ist es im Zweifelsfall nur für diese Aufnahmesession hier. So, ein paar Bögen Papier. Ja, kann ich die auch an mich nehmen, eventuell? Hier ist eine Truhe. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. So viel leiser ist das jetzt gar nicht, oder? Da ist nichts Nützliches drin. Ist das die gleiche Stimme wie bei George Stobbart? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich bin schlecht in sowas. Sie ist abgeschlossen. Oh. Sie ist abgeschlossen. Einen Schlüssel habe ich nicht, ne? Nur den Dachbodenschlüssel im Allgemeinen. Okay, also im Hinterkopf behalten. Hier sehe ich nichts Besonderes. Da hängt ein Strick. Dieses Hin- und Hergerenne immer hier, ne? Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Wieso ist das seltsam, mein lieber Freund? Ich finde das gar nicht seltsam. Ah, jetzt, ja, so langsam kommen wir der Sache näher, oder?
Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich muss diese Bretter irgendwie loswerden. Aber wie? Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. Wir brauchen also irgendeine Art von Werkzeug. Im Zweifelsfall gibt es wahrscheinlich draußen im Garten irgendwo auf dem Gelände einen Schuppen oder sowas, wo wir uns das entsprechende Werkzeug besorgen können. Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Okay. Vielleicht hat Bates auch irgendwas, was uns da helfen kann. Könnten wir versuchen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, mit einem der anderen Leute zu reden gerade. Na, allerhöchstens mit Bates und nach diesem Werkzeug fragen. Und dann sehen wir uns mal draußen im Gelände um. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar interessante Sachen zu entdecken. Nee, nicht zum Esszimmer, zur Bibliothek. Bates? Bates? Wie alt ist der Bates wohl? Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja... Bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates, Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Bates, wissen Sie zufällig, wo ich einen Werkzeugkasten finde? Soll etwas repariert werden, Sir? Ich sage es Morris. Er wird sich darum kümmern. Wer ist Morris? Nein, nichts dergleichen. Ich brauche seine Hilfe nicht. Also gut. Ich glaube, im Stall finden Sie Werkzeug. Danke. Danke. Warum ist der Eingang zum alten Turm versperrt? Madame hat mich angewiesen, die Tür zuzunageln, damit sie nie wieder an diesen Ort denken muss. Sie möchte nicht, dass Williams Arbeitszimmer betreten wird. Aha. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay. Gut, Bates hat gebeten, dass wir den Dachbodenschlüssel in der Küche wieder an den Haken hängen, wenn wir da oben fertig sind. Für den Moment sind wir da oben fertig. Also hänge ich ihn erstmal zurück. Und dann geht's mal nach draußen. Ich habe den Schlüssel wieder dahin zurückgehängt, wo ich ihn gefunden habe. Mal schauen, was draußen auf dem Anwesen noch so los ist. Wir dürfen uns jetzt nicht bewegen. Nicht blinzeln. Wenn wir blinzeln, sind wir tot. Da sind weinende Engel. Ja, ist das schon gut. Ich frage mich, wie viele Leute diese Referenz tatsächlich verstehen. Da geht's zur Treppe. Okay, interessant. Erstmal, hier ist... Was? Ein Mann hier? Warum? Einer von mehreren großen Steinen im Garten. Niemand weiß, woher sie stammen. Und der tote Baum. Der muss Jahrhunderte alt sein. Der Anblick ruft ein merkwürdiges Gefühl in mir hervor. Welches da wäre? Da ist der hintere Garten, aber noch ein Pavillon. Ein bisschen, dass man weiß, wo hier was ist, ne? Wo die Sachen in Relation zueinander sind. Darin habe ich gespielt, als ich klein war. Damals war er nicht so verdreckt. Vielleicht sollten wir uns mit diesem Morris nochmal unterhalten. Ist Morris der Gärtner? Neuer Gärtner und ein neuer Stallbursche, hat er gesagt, ne? Ich gehe erstmal vorne rum. Müssten ja theoretisch einmal so ganz ums Haus rumgehen können, um dann am Ende in den hinteren Gärten wieder rauszukommen, oder? Da geht's zum Hauptor runter. Das sparen wir uns nochmal.
Da ist Haupteingang, da ist alles Haupteingang. Okay. Rechter Flügel, das, wo wir gerade waren, war der rechte Flügel. Okay. Da könnten wir hineingehen. Da oben auf dem Balkon sind wir schon gewesen. Da geht's zum Stall und da geht's wieder zur Treppe. Ich glaube, ich weiß, wo William gestürzt ist. Okay. Schauen wir uns mal den Zaun ein bisschen genauer an, wenn wir schon nicht oben ins Arbeitszimmer können. Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Dramatik. Was ist das da? Seht ihr das? Da ist was an der Wand. Sieht irgendwie komisch aus, wie so ein Symbol irgendwie. Aha, das ist also Morris. Ja, der Stallbursche, oder? Der Gärtner. Er ist trocken. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Ich sehe mich erst mal um. Mit dem Morris reden oder wenn ich mir diesen Bildschirm hier angeguckt habe? Die Säcke da sind voller trockenem Heu. Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Oben ist die bescheidene Wohnstätte des Stallknechts. Ich habe keinen Grund hinaufzugehen. Und das Tor hier. Für den Stall, ja, ist klar. Es ist abgeschlossen, weil es so selten benutzt wird. Da hinten können wir in den Stall rein. Das heißt aber auch, dass wir nicht einmal komplett ums Gelände rumgehen können, ne, sondern wirklich hin und her laufen müssen. Er ist ein Hinterwäldler, aber er arbeitet hart. Eine innere Stimme sagt mir, dass ihm nicht zu trauen ist. Na, schauen wir mal. Mein Name ist Samuel Gordon. Sie sind Morris, der Stallknecht, nicht wahr? Ja, Sir, ich weiß, wer Sie sind. Bates hat mir von Ihnen erzählt. Ich habe eine Frage an Sie, Morris. Und zwar? Was können Sie mir über Bates erzählen? Was wollen Sie über ihn wissen? Nun, ich weiß es nicht genau. Er ist anders als früher. Mir kommt er so vor wie immer. Der gleiche alte, hochnäsige Trübsalbläser. Früher war er nicht so. Das ist möglich. Ich kenne ihn ja erst, seit ich hier arbeite. Wie lange arbeiten Sie denn hier? Fast 5 Jahre. Okay. Morris, wie war Ihr Verhältnis zu Sir William? Naja, wie das zwischen einem Stallknecht und einem Pferdebesitzer. Okay, schätze ich. In der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, hat er nur ein paar Sätze mit mir gesprochen. Ich meine, ich habe ihn nur selten gesehen. Ich verstehe. Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wort, Sir. Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Sicher, aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Ja, aber nur aus Neugier. Ich habe sonst keinen Grund, dahin zu gehen. Außerdem ist es unheimlich. Was meinen Sie damit? Naja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte. Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Morris, sehen Sie hier. Kennen Sie diesen Mann? Da bin ich jetzt gespannt. Irgendwer muss den ja kennen. Ich glaube nicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke. Ich gehe dann jetzt.
In Ordnung, Sir. Ob das für den Morris in Ordnung ist, wenn wir uns ein paar von seinen Werkzeugen ausleihen hier? Ich gehe einfach mal gucken. Ob wir den Leuten irgendwann Gegenstände aus unserem Inventar auch zeigen müssen oder ob das prinzipiell immer in diesen Dialogauswahloptionen berücksichtigt ist. So, da haben wir eins Pferd. Da haben wir noch eins Pferd. Wasser für die Pferde. Ich möchte nicht schmutzig werden. Diese Hintergrundgeräusche hier teilweise, die wecken schon die eine oder andere Horrorassoziation in mir. Das zum Beispiel, das erinnert mich total an Der Exorzist. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Achtet da mal drauf, pass auf gleich. Dieses Fliegengeräusch. Also wie heißt der Exorcist Beginnings oder so? Hier der in Afrika spielt. Er ist rostig und hat viele Löcher. Er ist nutzlos. Das ist Prequel zu dem Originalfilm. Das Wappen unserer Familie. Sie sollte repariert werden. Die Kutsche. Die Leiter. Sie wirkt stabil, aber ich klettere da nicht hoch. Zumindest da ist nur Heu für die Pferde. Und das ist Morris' Aufgabe. Zumindest, wenn wir es nicht müssen, würde ich gerade sagen. Eine Flasche. Rotwein aus unserem Keller. Wie kommt die Flasche hierher? Ich werde Morris fragen, woher er sie hat. Ja, das ist eine super Idee, Samuel. Mach dich gleich mal bei den Bediensteten unbeliebt. Ich bin mir sicher, das wird in der Zukunft keinerlei unangenehme Konsequenzen für dich haben. Ist okay. Mach. Leere Gläser und Farbeimer. Nichts Nützliches. Er ist rostig, aber er funktioniert. Okay. Ich habe keine Verwendung dafür. Außerdem ist er ziemlich schwer. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier einen funktionierenden Schraubstock. Wer weiß, was wir damit vielleicht noch machen können. Nägel, Schrauben, nichts, was ich gebrauchen kann. Der sieht neu aus. Damit müsste ich die Bretter vor der Tür zum Turm abhebeln können. Mal das schon mal. Dass ich mit der Flasche noch interagieren kann, finde ich spannend. Habe ich hier was übersehen? Na gut, sprechen wir Morris noch mal drauf an. Was soll's? Wenn Samuel das machen will, soll er sich doch unbeliebt machen. Das kann nur nach hinten losgehen. Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Morris, mir ist aufgefallen, dass eine Flasche Wein auf Ihrem Arbeitstisch im Stall steht. Wein? Manchmal genehmige ich mir einen Schluck, wenn es draußen kalt ist. Aber nie während der Arbeit. Es ist eine Flasche unseres besten Rotweins. Wo haben Sie die her? Tja, ich... Sir William hat sie mir mal geschenkt. Nur diese eine Flasche. Tatsächlich? Ja, Sir. Na gut, Morris. Ich glaube nicht, dass William eine Flasche unseres besten Jahrgangs verschenkt hätte. Morris muss sie sich auf andere Weise beschafft haben. Ja, ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Ich meine, letztendlich ist es doch nur eine verkackte Flasche Wein, oder? So, jetzt würde mich natürlich schon der Dachboden und das Arbeitszimmer interessieren. Was mich jetzt hier an dieser Stelle aber auch interessiert, ist der hintere Garten. Wenn wir jetzt schon mal hier draußen unterwegs sind, dann sehen wir uns den auf jeden Fall vorher nochmal an. Bevor wir wieder reingehen, meine ich. Da unten gehen wir dann später hin. Wenn wir hier auf Black Mirror Castle erstmal alles erledigt haben, dann kommen wir mal ins Dorf runter.
Immer schön eins nach dem anderen, sonst kommen wir doch hier am Ende nur durcheinander, nicht? Außerdem haben wir mit unseren Ermittlungen ja gerade erst angefangen. Und jeder, der zum Beispiel mein Drakensang-Let's Play kennt, der weiß, dass ich es ganz gerne auch mal so ein bisschen gemütlicher angehen lasse in diesen Spielen. Also, da geht's zum Esszimmer rein. Der umgefallene Baum blockiert den Weg. Man kommt nicht dran. Es ist schade, dass der Garten so überwuchert ist. Könnte sich ja mal wer drum kümmern, ne? Das ist ja... Das Wasser war früher kristallklar. Ich werde Henry bitten, es sauber zu machen. So schmutzig darf es nicht bleiben. Okay, wer ist denn jetzt wieder Henry? Das ist ein Name, den ich jetzt gerade auch nicht zuordnen kann. Aber wenn Morris der Stallknecht ist und Bates der Butler und Heinz der Doktor und Freund der Familie und Robert und Victoria kennen wir ja auch schon, dann ist Henry wahrscheinlich der Gärtner, ne? Das Wasser war früher kristallklar. Das Wasser war früher kristallklar. Okay, der Brunnen bleibt aktiv. Da müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Da geht es zum Stall und da sind Bäume. Der hintere Weg ist völlig überwuchert. Ich kann ihn nur von der anderen Seite erreichen. Aber dann ist das Gelände gar nicht so groß, wie ich dachte, ne? Hier wuchsen die schönsten Ziersträucher und Bäume. Victoria hat sie so geliebt. Und das ist alles, was davon übrig geblieben ist. Also ja, das Gelände ist schon relativ groß. Aber der Bereich oder beziehungsweise die Anzahl der Bildschirme, auf denen wir uns hier auf dem Gelände bewegen können, ist jetzt nicht überragend gewaltig. So, ich wollte jetzt über die Küche wieder rein, weil ich auf Nummer sicher gehen will. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir den Dachboden wieder aufschließen müssen, wenn wir jetzt hochgehen. Deswegen will ich den Schlüssel nochmal mitnehmen dann. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Wir hätten ihn auch gleich behalten können, aber ich wollte nett sein und außerdem hat das auch schon so ein paar Roleplay-Elemente dann, ne? Dann wieder hinauf. Wenn wir da oben fertig sind, müssen wir den Schlüssel natürlich wieder wegbringen. Das ist klar. Sollten wir Bates von der Flasche erzählen? Ich bin unsicher. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, was ich von Samuel als Charakter halten soll. So, das ist jetzt der Moment, wo wir sehen, ob wir ohne Benutzen des Schlüssels da reinkommen. Ah, wobei, so wirklich schlau geworden bin ich aus der Sache jetzt nicht. Würde Samuel den Morris verraten oder nicht? Was für eine Art Charakter ist er? Und welche Geheimnisse erwarten uns in Williams altem Arbeitszimmer? Fragen über Fragen. Und einige der Antworten gibt es eventuell in der nächsten Folge von Black Mirror. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.